Das Fahrzeug parkt in der Fußgängerzone und behindert dadurch andere Verkehrsteilnehmer. Wen behindert das jetzt hier? Wir wurden gerade behindert. Wir sind ja da rechts hier laufen und wir mussten jetzt einen Schlenker nach links machen. Ey, moin! Kann ich ja mal demonstrieren, dass die Behinderung verwirklicht ist. Da mache ich das nämlich immer mal ganz gerne so, stelle ich mein Fahrrad einfach ab. Laufe ich jetzt als Fußgänger hier, muss jetzt einmal drumherum ums Fahrzeug und schon haben wir die Behinderung verwirklicht. Das ist die Behinderung dabei. Kostet 70 Euro und einen Punkt. Willst du nicht mal Arbeit suchen oder so? Hab ich. Echt? Von dem 18-jährigen Niklaus Matthei aus Gräfenhainichen werdet ihr ja jetzt auch inzwischen schon gehört haben. Ich gab da vor ein paar Tagen eine Spiegel-TV-Reportage, die über den berichtet hat. Er selbst nennt sich den... Weil er leidenschaftlich gerne Falschparker jagt, nennt er sich Anzeigenhauptmeister. Der zieht durch die Städte und schreibt alle Falschparker auf, die er findet, um sie den jeweiligen Ordnungsamt zu melden. Mit Hilfe einer speziellen Falschparker-App bringt der Hilfs-Sheriff das Delikt zur Anzeige. Dieser Herr ist übrigens sein Nachbar. Doch Niklas kennt keine Gnade. Schließlich hat er ein ambitioniertes Projekt vor sich. Sein Ziel ist es. Also mein Ziel ist halt, in jeder Stadt und jeder Gemeinde in ganz Deutschland mindestens einen Falschparker angezeigt zu haben. Die meisten YouTuber haben ja inzwischen jetzt auch schon über den berichtet. Hier ein paar Beispiele. Auch da wieder die Situation, Chat. Niemanden stört. Weil das ja jetzt wahrscheinlich zum guten Ton gehört, über den was zu machen, gebe ich meinen Senf jetzt auch noch mit dazu. Zumal ich zwei Sachen gelesen habe, die noch keiner berichtet hatte. Jedenfalls von den 3-4 Videos, die ich mir darüber mal reingezogen habe oder durchgescrollt habe. Wobei ich so ein Denunziantentum, was anderes ist das ja eigentlich nie, überhaupt nie gutheiße. Ja, jedenfalls zieht er mit seinem Fahrrad durch die Städte. Und dank des 49-Euro-Tickets auch mal ein bisschen weiter weg und zeigt alle Falschparker an. Und zum Hohn hat er auch noch hinten an seinem Fahrrad Polizei dran stehen. Nee, nicht ganz. Also da steht Polizvieh. Also das, was eigentlich ein E normalerweise ist, das ist hier bei mir ein F. Das habe ich quasi ein eigenes Wort kreiert, was halt somit ja, nicht mal verboten ist. Also verboten sind halt nur Hoheitszeichen. Also ich dürfte jetzt mal kein Bundeswappen, also so ein Bundesadler oder sowas. Und ein kleiner Unfall passiert auch schon mal dabei, aber das ist ja nie weiter schlimm. Dafür gibt's ja Versicherungen. Ja, da ist 12 Uhr angekommen. Dann ein Unfall. Das Dienstfahrrad ist umgefallen. Ist aber nicht weiter passiert. Doch, ein Kratzer. Den Unfallort darf man nicht verlassen. Das wäre Fahrerflucht. Also ruft er die Polizei. Dieses Mal in eigener Sache. Sicherheitshalber noch mal die Parkzeit beim Unfallopfer überprüfen. Vielleicht hätte der ja gar nicht hier stehen dürfen. Ja. Und zwei. Ja, auf Tag 24 habe ich heute gelesen, dass er in Magdeburg wohl kein Glück hatte und haben wird. Da Magdeburg nicht so weit weg ist von Gräfenhainichen, war er dort auch schon mehrfach gewesen. Und hat schon einige Falschparker gemeldet. Laut eigener Aussage hat er der Stadt Magdeburg 490 Euro eingebracht. Aber eine Nachfrage bei der Stadt Magdeburg bekam Tag 24 beantwortet: Die Anzeigen von Herrn Matthei sind bekannt, aber werden in Magdeburg grundsätzlich nicht bearbeitet, weil Privatpersonen nicht anstelle der zuständigen Behörde planmäßig tätig werden dürfen. Aber es gibt auch andere Städte, die das anders halten. Frankfurt am Main betreibt da übrigens eine Webseite, auf der man Falschparker melden kann und soll. Immer Arbeit und dann ist es gut. Hab ich. Hallo, hakt's, Alter. Mach dich ab, die Vogel. Das gibt eine Anzeige wegen Beleidigung. Der Bürgermeister von Gräfenhainichen, Enrico Schilling, sagte gegenüber der Bild-Zeitung,
Matthei bringe Unruhe in den Ort, in Sachsen-Anhalt. Die Stadt prüfe derzeit alle rechtlichen Maßnahmen, um den Anzeigehauptmeister zu bremsen. Ist das überhaupt erlaubt, was der da macht? Der Anwalt Christian Söllmecke meint dazu, ist das nicht ein Datenschutzverstoß, wenn man die Leute hier fotografiert? Ist das möglicherweise Amtsanmaßung, wenn er im Kitteluniform da durch die Gegend marschiert? Und ja, was ist insgesamt von diesem Anzeigenhauptmeister zu halten? Was sind so eure Hobbys? Ja, vielleicht lesen, reiten, laufen, schwimmen, was auch immer, die klassischen Hobbys, oder vielleicht ein paar außergewöhnliche Hobbys, Klingonisch lernen oder Extrembügeln. Ihr fragt euch, was ist Extrembügeln? Naja, da geht es um Bügeln bei anspruchsvollen Bedingungen an extremen Orten, auf einem Berggipfel, unter Wasser oder was auch immer. Naja, und in diesem Video reagieren wir auf ein solches außergewöhnliches Hobby, nämlich Falschparkeranzeigen. Eine Spiegelreportage, die geht gerade so steil wie der Extrembügler auf dem Weg zum nächsten Gipfel. Es gibt, man ja denken können, okay, ich knipse hier andere Autos, ist ja nicht ein Kennzeichen drauf zu sehen. Da muss ich euch leider eine kleine Absage erteilen. Und ich habe dazu auch schon mal ein Video gemacht, was ich unten verlinkt habe. Knallhart Urteil. Jeder darf jetzt Falschparker fotografieren und anzeigen. Das ist etwa ein Jahr her. Da hat das Verwaltungsgericht in Ansbach hier gesagt, ja, das ist DSGVO-konform. Man hat ein berechtigtes Interesse, Falschparker zu fotografieren. Und muss wirklich sagen, da macht dem Anzeigenhauptmeister keiner etwas vor. Das wird wahrscheinlich nicht mal ein Ordnungsamtmitarbeiter schaffen, 4000 Falschparker pro Jahr rauszufischen. Polizvieh. Also ganz recht hat er nicht, nur weil Polizvieh da steht und das abgeändert ist, kann man jetzt nicht sagen, dass damit alles erlaubt ist. Nur wenn eine Verwechslungsgefahr besteht und die Leute wirklich denken, ja, das könnte ein Polizist sein, auf dem Fahrrad möglicherweise, der hier Falschparker fotografiert, dann könnte man an einen Straftatbestand der Amtsanmaßung denken. Und genau dazu kam es auch, zu diesen rechtlichen Bedenken, denn der Niklas hat hier auch einen Anwalt mal angezeigt, der falsch geparkt hat. Und der Anwalt sagte dann, naja, Polizei, da denkt man, das ist doch Polizei, das ist Amtsanmaßung. Warum haben Sie das da dran? Das ist scherzhaft. Scherzhaft? Aber das, was Sie, Sie, ich habe irgendwie den Eindruck, dass Sie das nicht scherzhaft meinen. Das nicht, aber das meine aber ich aber das ist wieder scherzhaft. Dann müssen wir uns jetzt aussuchen, was Sie scherzhaft meinen und was nicht. Das schüttert der Damen. Nein, ich glaube, dass Sie sich hier ein Amt anmaßen, was Sie nicht haben. Aber das kann ja gleich die Polizei klären. Also er hat unter anderem diesen Anwalt erwischt, ja, und der Anwalt sagt eben, hey, das ist Amtsanmaßung, das kann ja gleich die Polizei klären. Na, gucken wir mal rein. Amtsanmaßung, da steht drin, wer unbefugt sich mit der Ausübung eines öffentlichen Amtes befasst oder eine Handlung vornimmt, welche nur Kraft eines öffentlichen Amtes vorgenommen werden darf, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Das würde also bedeuten, der Anzeigenhauptmeister himself würde jetzt hier vielleicht ins Gefängnis kommen. Ist das Amtsanmaßung? Naja, wenn wir uns den Tatbestand hier genau anschauen, und das ist ja kein Kavaliersdelikt, 2 Jahre Gefängnis, das muss man sicherlich so sagen, dann bedeutet das, man muss aktiv den Eindruck erwecken, als sei man Polizist. Wenn der mir gegenüberstehen würde mit seinem gelben Anzug, muss ich ehrlicherweise sagen, ich würde nicht auf die Idee kommen, das ist jetzt ein echter Polizist, er hat ja keine Uniform und das ist eher so ein Müllmann-Anzug, dachte ich so. In der Reportage wird noch erwähnt, dass Matthei eine Ausbildung im medizinischen Bereich macht. Der sollte wohl besser beim Ordnungsamt anfangen, denke ich mir so. Da würde er sicherlich alle Rekorde brechen. Und er findet wirklich die wildesten Verstöße. Und das finde ich auch spannend. Er findet sogar Verstöße durch die Polizei selbst. Also er findet selbst, wie Polizisten hier einen Verstoß begehen. Er hat gesehen, dass das Kennzeichen verdreckt ist. Ja, tatsächlich ist das verdreckt. Hier sehe ich auch, dass es verdreckt ist. Und schaut man dann einfach mal in den Bußgeldkatalog rein. Autokennzeichen sind schlecht lesbar. 5 Euro. Ja, Potzblitz, liebe Leute. Wer hätte das gesehen? Verdrecktes Kennzeichen, das bei der Polizei, macht hier 5 Euro Bußgeld. Ach ja, und falls Sie mal auf der Wache Zeit haben, das Kennzeichen wäre vielleicht gut, wenn Sie es euch mal sauber machen. Also
Muss jetzt noch nicht, aber wenn es halt immer weiter dreckig wird, sieht halt so nicht so schön aus. Was haltet ihr davon? Ist das ein Hobby? Schreibt es mal in die Kommentare. Ist das nicht ein bisschen kleinlich hier, seine Mitbürger anzuzeigen und die Oberpätze zu werden, die Oberpätze der Nation, auch wenn es rechtlich in Ordnung ist, Datenschutzrecht haben wir irgendwie kein Problem mit und auch ansonsten verhält er sich recht korrekt, ja, also da muss man sagen, was meint ihr zu seiner Mission? Wenn Sie mal Zeit haben. Der Autofahrer dann den Zollstock dabei haben. Parkt vor. Da nimmt er lieber noch einmal Maß. 7 Meter gehen in dem Fall bis in etwa hierher. Ja, und die 7 Meter beginnen halt, wo das Schild steht. Das habe ich jetzt vermessen. Da bleibt uns nur noch übrig zu hoffen, dass der nicht zu uns kommt. In der Regel halte ich mich zwar an die STVO, aber manchmal kommt man nicht umhin, die mal etwas weiter auszulegen. Tja, in diesem Sinne, ciao.